Hallo Freunde der Spiegeltunde, kommt zurück bei der letzte Verteidiger. Der Doc ist wieder da. So, wir haben die ersten Monstrositäten fertig. Juhu! Die machen Randale. Was bedeutet, sie werden, ich glaube Randale, ist diese Einheit verletzt, kann sie in Raserei geraten und sich gegen Feinde im Umfeld wenden. Sie greift den nächsten Feind an und ignoriert dabei mögliche Befehle. Passiert. Wichtig ist, dass wir die öffentliche Ordnung noch ein bisschen stärker stabilisieren, hier in unserer Anfangsstadt. Und noch ein bisschen Kapital reinholen. Kampfechsen wäre vielleicht doch besser gewesen, die Reiter umzusetzen. So, theoretisch können wir noch 1-4 die beiden rauskicken und zwei einfache Saurus-Krieger einsetzen und dann war's das mit der Hauptarmee erstmal wieder. Wir werden jetzt auch nochmal einen Rebellion-Kack kriegen. Meine Freunde, warum müssen wir immer mit der Rebellion kämpfen? Unser Reich ist so ein wundervolles. Überall Würmer und Kram, den du essen kannst. Unsere Garnison wurde angegriffen. Und klar, Mors ist wieder von der Stärke 50-50. Und wenn ich jetzt die Schlangenküste verlasse, werden die definitiv mich angreifen. So, da oben kommen unsere Verbündeten mal an. Sklavenkorruption plus 1, Geschossschaden und Munition erhöhen. Wir werden den Makel ablehnen, der unreinen Beute, weil uns das nichts bringt gerade. Ich habe jetzt einfach mal den Hinterhaltsschutz angemacht. Oh weh, die rennen jetzt an mir vorbei. Dann kotze ich. Öffentliche Ordnung plus 5. Schlimmstes, gegen wen soll ich denn als nächstes kämpfen hier? Einheit angreifen erfolgreich. Im Tunnelnetzwerk abgefangen, gut. Ein Hoch auf unsere alternative Stellung. So, ihr dämlichen Bauern aus dem Wald. Zieht vor und greift die... Greift Staden an da an der Ecke. Oder Pustin. Ach, sie machen es und er muss fliehen. Jetzt haben wir die Sklaven da, wo wir sie haben wollten. Genau zwischen unseren beiden. Boah, wir sind aber noch voll fit. So, 70% Chance, den zu verwunden. Ist natürlich direkt ein Fehlschlag geworden. Achso, Fraktion vernichtet. Deshalb haben wir keinen militärischen Zugang mehr mit denen. Quartek, Grimiak.
Ja. Machen wir einfach den Blitzschlag. Und selbst im automatischen Berechnen scheinen die Stegadon doch ordentlich was reinzuhauen. Was ist das denn? Der hat doch gar nicht zur Schlacht gehört. Ach, Blitzschlag ist so wundervoll. Nehmen wir jetzt einfach einen goldenen Turm für uns ein. Die Trüppchen laufen an uns vorbei, ja, aber ist jetzt halt so. Das Gebäude bitte abreißen und den goldenen Turm direkt ausbauen. Unser größtes Problem wird die Rebellion-Truppe hier sein, denn die werden irgendwas von mir kaputt machen gleich. Ach, hat er noch einen Punkt gehabt, okay. Waffenstärke für Steger und Bastilodons. Lass uns doch einfach den Nahkampfangriff für die Saurus erhöhen. So, der haut erstmal ab. Oh, Garnison angreifen erfolgreich. Ja, da greifen jetzt die Schlangenküste an. Kann ich nicht verhindern. Aber anscheinend plündern sie die nur. Oh, jetzt hauen die da in die Richtung ab. Oh. Ich hasse euch einfach so abgrundtief, ihr dämlichen Ratten. Und Findul haut jetzt ab und denkt sich, ja, ist doch alles nicht mein Problem, dass die Siedlung ausgeraubt wurde. So, blockier die Armee. Erfolgreich. Korruptionsbereinigung voranbringen. Sehr schön. Diesmal waren verwundet. Was war deine Spezialfähigkeit? Attentat und Verstärkung behindern. Mach's einfach mal den, damit du ein Level abbekommst. Er ist ja noch ein sehr frischer, junger Agent. Wow. Und dann sitzt er wirklich auf so einem großen Saurier. Generieren wir mehr Tafeln.
Der kann mir nicht mehr viel tun. Ja, wir werden den Krieg beitreten, weil sonst läuft das ja Gefahr, dass Thor Elasor einfach mir in den Rücken fällt. Da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Die haben mir schon mit den Gruftlords genug Ärger gemacht, da unten mit ihren paar Inseln. So, unsere Siedlung wird belagert. Blutopfer. Wir lassen sie in Ruhe. So, den erreichen wir nicht sofort. Bitte, 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 bitte. Sehr schön. Das gut sein mit der Armeeblockierung. Gab es denn schon immer einen goldenen Turm der Götter? Muss ja. Weil der 600 Einkommen generiert. Obwohl ich gerade mich wundere, dass ich immer mehr Einkommen verliere. Obwohl sich nichts verändert, großartig. So. Du kommst jetzt da in die Armee rein. Ja, renn doch weg von mir. Das hilft dir auch nicht. So, ich muss Gas geben. Unser netter Kämpfer hat auch ein Level abbekommen. Erhöhen wir mal seine Nahkampfstärke. Obwohl wir können auch, wenn er in der Armee drin ist, das Truppen auffüllen, wenigstens aufs Maximum bringen. Den Rest braucht er ja nicht. Sudoku. Wenn der jetzt nicht angreift in der Runde, bin ich nächste Runde da. Vor allem, ich habe gerade eine Armee von denen vernichtet. Trotzdem haben wir 50-50. Ich liebe Handelsabkommen. Ja, wir haben sogar wirklich noch ein bisschen Zeit. Fehlschlag, aber wir sind schlauer. Korruptionbereinigung verbessern. Ja. Wir kommen in die Nähe. Und das ist echt so eine fitte Truppe von denen. Da möchte man ja wieder nur kotzen. Entschuldigung.
Mein größtes Problem wird sein, die solche Katapulte auszuschalten. Aber gucken wir uns mal an, wie unsere Monstrositäten, was eine falsche Bezeichnung ist, beziehungsweise unsere Monster, wie fit die sind. Ich trinke übrigens gerade, Achtung, Werbung, weil ich es erwähne, Monster Hydro, Refresh the Beast. Zucker reduziert, Vitamin B3, B6. Dreifach gefiltertes Wasser, wofür auch immer. Erhöhte Konzentration, reduziert Müdigkeit. Energy Drink. Ohne Kohlensäure. Es wird bei uns schon im Laden zum Angebotspreis verschleudert. Ein halben Liter. Flasche enthält eine Portion. Copyright 2017. Und ich glaube, es kommt einfach nicht so gut an. Pro halben Liter 205 Kilokalorien, das geht eigentlich. Aber 25 Gramm Zucker, also so viel wie du auf einer Schinkenpizza hast. In etwa. Und woher weiß der Doc sowas? Ich weiß sowas einfach. So, ich ziehe die zurück, weil ich warte auf meine Unterstützungstruppen. Wir sammeln uns erstmal. Ja, Kacke. Da war ja was. Da kommen mich die dämlichen solchen Katapulte mich jetzt ärgern. Tja, dann jage ich euch mal über die Karte. Hallo, meine Ex ist ja wohl doppelt so groß. Bleiben die stehen aus Angst? Ihr seid alle so scheiße langsam, aber ist ja normal. Ihr rastet hier alle schon an der Seite aus. Pass.
Gorgal! Gorgeswas! Psaltika! Sofort! Soras! Zumas Lisa! Äußerst ätzend. Die können den wirklich kaputt machen. Komm, hau mal ab vor dem. Genau so macht man das. So, ihr holt euch die beiden und bindet die. Wo ist denn der feindliche Anführer? Ach, der flieht da. An die ersten Rattenoger. Da ist der feindliche Anführer. Rennen einfach durch. Oh, er läuft an denen vorbei. Wir haben auch aufgegeben. Alles hat aufgegeben. Damit belagern sie meine Stadt nicht mehr. Also verfluchten wegrennenden Ratten mit Fernkampf. Ich kann mal kurz auf die Verstärkungsrate verzichten. Eine Waffe erhalten. Jo, du bist Level 20 geworden und kannst jetzt auch ehrenwürdiger Ältester werden. Glaube ich. Dass wir das damit freigeschaltet haben. ...2700 für mehr öffentliche Ordnung. Hier geht ja alles nur noch bergab. Okay, aber wenigstens null. Überschuss von 4. Wie die Ognak trotzdem noch einen vollen Banner hat.
Pass mal auf, jetzt läuft er durch zur Schlangenküste und erobert die in einer Runde. Ah ne, er bleibt doch da oben in der Ecke. Lass uns nicht leichtsinnig sein, wir wollen lieber mehr Rüstung anstatt mehr Angriff. So. Der goldene Turm der Flüsse wurde gebaut. Einheit angreifen. Erfolgreich. Level abbekommen. Alles super. Schön. Du hast kein Level, aber bei dein Skink-Häuptling, der dabei ist. Der kämpft bestimmt gar nicht schmutzig. Ups, der Hund liegt ja immer noch hier unten. So, dann bewegt euch mal weg. Weil unglaublich, aber war... Unsere Region ist sicher. Für den Moment. Ich glaube, da ist die letzte Stadt von denen. Ach, die mögen mich leider auch. Warum bin ich nur so beliebt in meiner Region? Gegen irgendwen muss ich aber kämpfen. Of Athaloran welcome you. Deliver your message. We have an accord. What tribute do you offer the great king of Mehekana? Are you sent? So, Handel wollt ihr anscheinend nicht. Der einzige wäre wirklich hier die Tlakua, der im Stärkrang 2 höher ist als ich. Der hat zwar als Verbündeten auch die Bogenschützen von Orion. Aber wenn ich die nicht als Verbündeten rufe, könnte das ja ganz gut ausgeglichen sein. Tja, aber damit sind wir erstmal wieder am Ende von diesem Part und sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Total War Warhammer 2. Bis dahin, Schöle, euer Imperator.